Herzlich willkommen zurück auf meinem Channel. Heute ist es immer noch dieser riesengroße Meal Prep Tag, den ich aber unmöglich in ein Video packe. Deswegen gibt es lauter separate Videos über die Meal Planung gerne anschauen, über das wöchentliche Meal Prep, also von den ganzen Zutaten gerne anschauen, über die 96 Burritos, die ich noch am selben Tag mache, als auch ein paar Meals schon für den kommenden Monat bzw. für diese Woche komplett vorbereite. Und das zeige ich euch jetzt. Und hier geht's los mit dem Kartoffelspinatauflauf. Im Hintergrund die Spinatpfanne ist für die Spinatfeta-Burritos. Ich mache gleich noch separat Spinat hier. Aber ich nehme den Rest von den Burritos, die quasi übrig, der übrig war, und ergänze den einfach noch mit gefrorenem Spinat, lasse den auftauen und würzen. Die Kartoffeln, die gekochten, kommen dann in die Auflaufform, in der ich das dann auch einfriere. Mit der Gabel einfach alles zerstoßen, ein bisschen Salz dazu. Pfeffer hatte ich jetzt hier vergessen, aber ich habe den Spinat sehr großzügig gewürzt mit Salz, Pfeffer und Gemüsebrühe und Muskat. Der kommt jetzt oben drauf und eigentlich war der Plan, das komplett fertig zu machen. Aber wie ihr seht, die Schüssel ist randvoll. So, gestern Abend hatte ich ja noch den Kartoffelspinatauflauf vorbereitet. Es ist nicht ganz so geworden, wie ich gewollt hätte. Eigentlich wollte ich den komplett fertig machen, aber die Auflaufform war quasi so voll mit den Kartoffeln und Spinat, dass ich Mühe hatte, das überhaupt da reinzubringen. Jetzt habe ich kurzerhand entschlossen, das so einzufrieren. Und am Tag der Zubereitung nehme ich das Ganze raus, haue das in eine viel größere, in meine Pfanne quasi, die in den Ofen kann, haue das da rein, gebe dann noch die Auflaufzutaten, Sahne, Ei, Käse und so weiter hinzu und packe das dann in den Ofen. Das heißt, das reicht für jetzt, hat mir also zumindest mal das Kartoffelschälen und Kochen erspart, weil es eingefroren ist. Viel mehr konnte ich da jetzt nicht machen, aber ja, ich mache da jetzt auch nicht viel mehr rum, weil das wäre jetzt genauso viel Aufwand, wie wenn ich es dann am Tag der Zubereitung mache. Von daher lasse ich das so. Dann mache ich jetzt den Salat weiter, den ich gestern im Meal Prep schon angefangen habe. Gerne nochmal das vorherige Video angucken. Ich habe also den Weißkohl und die Karotten schon gepreppt, mache jetzt noch die Äpfel, dann mache ich das Ganze schon an mit Joghurt, Zitronensaft, Petersilie und so weiter und stelle das in den Kühlschrank. Den gibt es in 2 Tagen, dann hat er genug Zeit, so richtig saftig durchzuziehen. Und dann machen wir noch die Quark-Bananen-Pancakes, Protein-Pancakes quasi zum Einfrieren. Und ansonsten muss ich gucken, ich muss noch ein bisschen Hühnchen waschen und einfrieren und so weiter. Das sind für die Freezer-Meals, für die Slow-Cooker-Meals, die in den kommenden Wochen erst kommen. Also das muss ich auch noch verarbeiten. Ansonsten wollte ich ja auch schon das für die Tortilla-Bowl machen, aber ich meine, ich muss kurz mal auf den Mealplan spicken. Genau, die steht heute auf dem Plan. Das heißt, da mache ich jetzt auch nichts mehr, weil die kann ich ja heute dann direkt kochen. Ja. So, hier habe ich schon die ganzen Zutaten. Wir haben Äpfel, Zitronen, wovon ich nur den Saft brauche, frische Petersilie aus dem Garten. Ich bin so happy, endlich selber frische Kräuter zu haben. Hier dann das gestern gepreppte Gemüse, also Krautsalat und die Karotten und dann noch Joghurt. Die Äpfel habe ich jetzt frisch geschnitten, weil die wären sonst braun geworden. Wäre auch nicht schlimm vom Geschmack her, sieht halt nicht so schön aus. Deswegen mache ich das jetzt an dem Tag, wo ich den Salat fertig mache, weil da kommt jetzt auch gleich der Zitronensaft hinzu und der verhindert ja wiederum, dass die Äpfel dann braun werden. Dafür nehme ich 2 Zitronen, quetsche die einfach aus, dass ich genug Saft habe. Es hätte auch eine große, wird wahrscheinlich auch reichen, aber die waren so winzig, war nicht wirklich viel Saft drin. Deswegen musste ich 2 nehmen, das müsst ihr halt rein nach Gefühl machen. Die Petersilie hacke ich grob und ich freue mich so, dass ich endlich Kräuter aus dem eigenen Garten habe, also frische Kräuter verwenden kann. Ich habe auch schon fleißig getrocknet oder eingefroren, so als, wie sagt man, so kleine Würfelchen quasi mit verschiedenen Kräutern. Finde ich total toll. Ja, dann gebe ich das alles in meinen Thermomix. Das ist einer der Haupteinsatzgebiete von meinem Thermomix hier. Das braucht wirklich, also das habe ich jetzt echt mal in Echtzeit gelassen. Das sind wirklich nur 5 Sekunden oder was, wenn der Deckel zu ist. Jetzt geht's los. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann muss man schon wieder ausmachen, weil sonst hat man nämlich Apfel, Karotten, Kraut, Mousse, aber keinen Salat mehr. Also wie ihr seht, das hat er jetzt in den 5 Sekunden so ratzefein gemacht. Ich musste natürlich 2 Portionen machen. Wenn es zu voll ist, dann gibt es immer so größere Brocken drin. Deswegen lieber nicht zu voll machen. Lieber auf 2 Schübe das Ganze machen. Das kommt jetzt alles zusammen in eine Schüssel. Zitronensaft dazu und jetzt kommt Joghurt, Salz, Pfeffer und so weiter. Ein bisschen Ahornsirup, genau, habe ich kurzerhand noch dazu gegeben. Zimt gebe ich auch gerne hinzu und solche Sachen.
Ein bisschen Curry, es darf ruhig jetzt kräftig gewürzt werden, weil das zieht natürlich. Und den Salat kann man wirklich ein, zwei Tage vorher anmachen, ist überhaupt kein Problem. Im Kühlschrank mit Deckel stehen lassen, dann zieht das richtig schön durch und er schmeckt dadurch eigentlich nur umso besser. Von daher eignet er sich richtig, richtig gut zum Preppen. Wenn alles dann drin ist an Gewürzen, das Ganze halt einfach gut durchmanschen. Ordentlich Salz hinzu, genau, ja. Also ein super einfacher Salat und eigentlich von der Klammer muss natürlich das ganze Gemüse schälen und schnippeln. Das ist so die Hauptarbeit. Den Rest macht ja der Thermomix mit der Häckselei. Das geht echt schnell. Dann das ganze Dressing-Sachen rein, kurz abschmecken, ob es genehm ist. War sehr lecker, sehr erfrischend, passt toll zum Sommer. Könnte man als Beilagensalat zum Grillen verwenden oder so. Bei uns gab es den pur mit einfach so ein bisschen Steinofen-Sticks dazu, wo man das so drauf machen konnte quasi. Also quasi frisches Weißbrot dazu oder sowas wäre auch super. Super lecker und klasse zum Meal Preppen. So, für die Pancakes werde ich, wie gesagt, die überreifen Bananen verwenden, Quark verwenden, einmal 500 Gramm, ein bisschen Vanillepaste, ein paar Eier, etwas Backpulver und auch noch, um die richtig proteinhaltig zu machen, zusätzlich zu den Eiern und dem Quark, noch ein bisschen von dem Proteinpulver. Hier gebe ich erst die ganzen nassen Zutaten zusammen in eine Schüssel. Fange natürlich mit den Bananen an. Das kennt ihr vielleicht schon von den Proteinregeln und so weiter. Also überreife Bananen nie wegschmeißen. Die sind wirklich ideal für lauter einigermaßen healthy Snacks. Die enthalten natürlich auch viel Zucker, aber es ist immerhin noch alles Fruchtzucker und die Ballaststoffe sind dabei, die ganzen Vitamine sind dabei, also überreife Bananen eignen sich super zum Backen oder zum Zubereiten von solchen Sachen. Auch gerne einfrieren und für Smoothies verwenden und so weiter. Also nie wegschmeißen. Ja, Eier hinzu, Quark hinzu. Hier gebe ich jetzt noch ordentlich Vanillepaste hinzu. Jetzt die ganzen feuchten Zutaten alle miteinander vermengen. Die Gabel habe ich jetzt eigentlich nur genommen, um die Eigelbe schön zu zerstoßen. Dann das Ganze mit dem Schneebesen. Eben schön, das ist so. Ganz klumpenfrei geht es natürlich nicht, ne, weil die Bananenstücke halt drin sind. So, jetzt habe ich noch das Eiweißpulver hinzugegeben. Je mehr man dazu gibt, desto proteinhaltiger, logisch werden die dann. Und hier noch ein bisschen Vanillezucker. Und das Ganze eben auch wieder so klümpchenfrei wie irgend möglich machen. Aber wie gesagt, die Bananenstückchen, die ganz auflösen, tun sie sich halt nicht. Aber es wird doch eine ganz gute homogene Masse. Damit die aber auch schön fest werden, das Ganze muss trotzdem ein bisschen Mehl rein. Ich nehme hier Dinkelmehl und mache quasi so ähnlich wie hier, wenn ich normale Pfannkuchen machen würde. Vermische das Mehl mit der Milch und geht halt so viel Milch nach, bis das Ganze eine richtig schöne, klumpenfreie, sämige Konsistenz hat. Und dann führe ich die Mehlmasse mit der Quarkmasse quasi zusammen, rühre alles noch schön unter. Ich hätte vielleicht eine größere Schüssel nehmen sollen, aber es hat gerade so gepasst. Und dann werden die ganzen Dinger als kleine Pancakes in einer beschichteten Pfanne mit etwas Öl eben rausgebacken. Das dauert halt seine Zeit. Umso besser ist das, wenn man das preppen kann. Die ganzen Pancakes, also die schmecken so lecker, aber ich probiere die gleich noch, mein Mann probiert sie auch noch. Also sind wirklich sehr lecker. Die habe ich dann in kleinen Stapeln einfach eingefroren und hole die dann so kleine Stapelweise raus. Pack die bei, ich würde sagen, so 140, 150 Grad in den Ofen. Einfach nur auf dem Tellerchen oder sowas und lass die da, weiß nicht, 20 Minuten zwischen. Dann tausche ich immer mal um, drehe die um, dass die unteren nach oben kommen, dass dann die in der Mitte mal außen sind, damit die wirklich durchgängig warm und aufgetaut sind. Aber die schmecken danach wie frisch rausgebacken. Also super lecker. Zwei Stäbchen sind noch weg, sind schon weg. Zwei habe ich noch da und ich freue mich schon drauf. Die sind so lecker. Und ich esse die pur. Also gar nichts dazu. Die haben halt wirklich eine leichte, angenehme Süße durch die Bananen mit dem Vanillearoma. Die schmecken pur richtig lecker. Also ich brauche da nichts dazu. Natürlich kann man auch hier Ahornsirup, Nutella, Banane oder was auch immer alles dazu essen. Aber die schmecken pur als kleiner, mäßig süßer Snack richtig gut. Ja, das ist natürlich Standardbild. Zwischenreihen muss ich auch alles wieder wegmachen. Also ich kann nicht arbeiten, das habe ich mir wahrscheinlich in meiner Ausbildung damals so angewöhnt. Ich kann nicht arbeiten, wenn zwischendrin Chaos ist. Das wird bei mir immer sofort wieder beseitigt und dann kommt erst der nächste Zubereitungs-Meal-Prep-Schritt, wenn vorher zwischendrin alles aufgeräumt und aufgeputzt wurde. Jetzt kommt noch der zweite Geschmackstester. So, mit den Pancakes bin ich fertig. Das Hühnchen für die zwei Friesermails diese Woche musste ich ja nur einfrieren. Das habe ich mittlerweile schon gemacht.
Der Salat ist fertig, der steht unten im Kühlschrank und jetzt mache ich eigentlich nur noch das Abendessen für heute, was ich ja ursprünglich auch preppen wollte, aber ob ich das jetzt mache oder gestern ist dann auch egal. Es gibt Tortilla Bowl, das heißt, ich werde eine Art Chili machen, Zwiebeln anbraten, Rinderhackfleisch dazugeben, dann habe ich Chili Beans, Kidney Beans, Kichererbsen und Mais. Und nochmal gehackte Tomaten, das Ganze wird großes Chili, das was übrig bleibt, kann ich einfrieren fürs Homeoffice nächste Woche. Das Ganze wird in der Bowl angerichtet, zusammen mit ein bisschen Eisbergsalat und Tomaten, wo ich einfach ein bisschen Balsamico oder Essig und Öl und so drüber geben werde, also nichts fancy. Geriebener Käse kommt dann noch dazu, über das Hascheschen drüber. Ich hatte doch noch Avocado gekauft, die ich nicht mehr finde, aber ich habe tatsächlich mein Bowl-Video gecheckt. Da ist sie nicht drauf. Das heißt, die muss irgendwann zwischen Kasse und Auto, weil im Auto ist da auch nichts, habe ich schon geprüft. Die muss irgendwo zwischen Kasse und Auto verloren gegangen sein. Also eigentlich hätte es noch eine Avocado dazu gegeben, aber gut, geht auch ohne. Und dazu gibt es einfach Tortilla-Chips. Super easy. Ja, hier die Basis ist, wie schon erwähnt, sehr einfach. Also ich brate einfach ein bisschen Zwiebeln in Öl an. Die Zwiebeln habe ich ja schon gepreppt. Sowas finde ich immer ganz toll, wenn es fertig ist. Zwischendrin, wenn irgendwas hier wie die Zwiebeln gerade anrösten müssen, wie gesagt, räume ich schon zwischendrin alles wieder auf. Das Hackfleisch dann dazu, sobald die Zwiebeln ein bisschen Farbe bekommen haben. Das setzt jetzt hier an dieser Pfanne ein bisschen an, ist aber nicht schlimm. Sobald die Feuchtigkeit hinzukommt, die da auch aus dem Hackfleisch austritt, löst sich das von alleine wieder. Dann die normalen Bohnen und die Kichererbsen, die spüle ich kurz ab, die ganze Stärke da drin. Da spalten sich ja die Meinungen, ob man das machen soll oder nicht, aber ich habe mir das so angewöhnt, ich wasche es ab. Die Chili Beans gebe ich komplett rein, weil natürlich da der ganze Geschmack unter anderem auch in dieser Soße ist, in der die Chili Beans sind. Hier sieht man schon, die haben sich, das Hackfleisch hat sich jetzt von der Pfanne gelöst, also alles kein Thema. Jetzt kommen die Bohnen, also ganzen Hülsefrüchte dazu. Dann der Mais noch dazu und die gehackten Tomaten aus der Dose. Da freue ich mich ja auch, wenn wir irgendwann mal eigene machen können. Aber ich glaube, dieses Jahr reichen unsere Tomatenpflanzen dafür nicht aus. Bin froh, wenn die überhaupt irgendwann mal Früchte tragen. Dann habe ich hier so mediterranes Chili, nenne ich mediterranes Chili-Salz tatsächlich. Da gebe ich ordentlich hinzu. Dann mein Standardgewürz für Chili oder die meisten Hackfleischgerichte ist Kreuzkümmel. Damit spare ich gar nicht ordentlich rein. Ein bisschen Paprika hinzu. Ich glaube, normalerweise mache ich auch Oregano hinzu. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das gemacht habe oder ob ich das nur vergessen habe zu filmen. Ein bisschen mein Standardgewürz, die Gemüsebrühe natürlich hinzu. Ne, sieht nicht so aus, als diesmal habe ich kein Oregano dazu. Normalerweise mache ich das auch noch rein, habe ich diesmal vergessen. Also, auch nicht schlimm, dann haben wir mal wieder eine Alternative. Ein bisschen Variation im Speiseplan. Das Ganze wird direkt in so Bowlschüsseln oder Bowltellern angerichtet. Da kommt jetzt mein gepreppter Eisbergsalat rein, dann die Tomätchen oben drauf. Hier kann man natürlich auch Gurke oder auch irgendwelches anderes Salatgemüse alles nehmen, um dann noch ein bisschen Salatbeilage quasi. Zu mehr dient es eigentlich nicht zu haben. Dann, wie gesagt, Dressing wollte ich nichts Fancyes machen, kommt einfach nur Essig und Öl drüber, ein bisschen Salz und Pfeffer. Damit war der Salat soweit schon fertig. Und jetzt kommt quasi das Chili dazu. Das hat jetzt schon hier richtig schön durchgezogen. Also ruhig rechtzeitig damit anfangen, damit es noch ein bisschen vor sich hin köcheln kann und die Geschmäcker, die Gewürze da schön ihren Geschmack abgeben können und dann einfach das Chili drüber verteilen. Den geriebenen Käse on top und zum Schluss dann noch die Tortilla-Chips verteilen. Den Rest reiche ich mir einfach in der Schüssel dann so da, dass die mehr möchten, können sich danach natürlich dann noch nachholen. Und das war auch schon unser Abendessen. Und damit bin ich für diese Woche durch mit meinem Meal Prep. Freezer Prep gab es diesmal nur die Pancakes und den Kartoffelspinatauflauf. Ja, aber das war's diese Woche fürs Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne den Daumen hoch. Nicht vergessen zu abonnieren. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder zu einem neuen Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.